Herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme, einem weiteren Part von Final Fantasy 3. Wir sind hier im verbotenen Land Eureka unterwegs und sammeln erstmal hier so ein paar Gegenstände ein. Für uns geht das immer gut. Und ich hoffe doch, dass wir auch bald die ersten Sachen einsammeln können dürfen. Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr positiv ja, gespannt darauf. Auch nur einer. Das geht dann immer noch sehr fix. Das ist wieder ein bisschen langsamer, weil ich gerade was vertrage. Aber ich muss trotzdem spielen. Ich kann nicht aufhören. Ich habe jetzt gedacht, so, bevor du jetzt wieder runterläufst und so, und du nicht mehr weißt, wo du warst, gehen wir erstmal ein bisschen weiter. So. Und Coco macht bitte den Sack zu. Wow. So. Da haben wir nämlich den ersten Gegenstand, den wir bekommen können. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wer da jetzt kommt, wie ich den am besten besiege. Aber es sei auch so ein bisschen alles so ein bisschen gehabt. Live auch sein. Ist ja nicht so, dass es jetzt, ich jetzt alles weiß oder was, aber wir wollen uns den mal natürlich nähern. Wir wollen ihn haben. Die Formelklinge. Die Macht der Dunkelheit. Lasst uns sehen, wie ihr euch schlagen werdet. What? Nein! Oh nein, wer ist das denn hier? Ach, das ist ja er hier. Amon. Sie verteidigt erstmal einmal kurz, weil ich nicht weiß, was sie machen soll. Und jetzt erspringt auf jeden Fall Amon. Den hatten wir, glaube ich, schon vor tausenden Parts gefühlt. Gucken. Ach naja. Ach, ich hätte jetzt ja irgendwas auch mal zaubern können, ne? Hm. Let's go! Nein! Es geht auf alle! Ey, hallo? Auf Wiedersehen, Coco. Wenn wir nur lange genug durchhalten, dann werden wir es wohl alle schaffen. Ich bin mal gespannt, was Kuru jetzt für einen Schaden macht. Hit Potion! Geschmeißt!
Geist muss ich auf jeden Fall zaubern. Mit Bibi. Ja. Oh, das ist aber tief in die Magengrube, mein Freund. Oh ja, er macht gut Schaden, wenn er hüpft. Einige reicht das wohl. Er darf jetzt nur nicht angreifen. Zumindest keinen Flächenschaden machen. Wirklich nicht viel. Bibi, bitte zaubern. Ja. Petra! Und das hat uns ein bisschen. Auch wirklich nur ein bisschen geheilt. Na, was kommt jetzt? Das wird knapp. Ja, wird ein bisschen was abziehen, aber ich muss vielleicht dann Vitara oder sowas, also das höhere Zaubern einmal. War einmal angegriffen, hat er ja schon. Er kann jetzt nicht noch ein zweites. Schon bitte Zauber. Oder greif an, ist egal. Aber Hauptsache er nicht. Hauptsache er nicht. Bitte Zauber doch jetzt. Was hat er bei ihrem Wechsel zu heißen? Bitte nicht. Oh, ich muss gleich Engel zaubern, verdammt. So. Das ist extrem spannend, wenn es also auf 9 runter geht. Was heißt denn hier im Wechsel? Ich hab da keine Ahnung. Ich hau da einfach weiter drauf und hoffe, dass er irgendwann tot ist. Achso, jetzt greift er nur an oder was? Ey, hallo! Okay, jetzt greift er nur noch an anscheinend. Okay. Engel! Piu.
gespannt, oh Gott. Du doof, Mann, ey. Oh. Das ist aber ein langer Kampf. Muss man erstmal den Namen aufschneiden, damit es nachher auch dann. Du Arsch. Ja, ganz toll. Machst du, ne? Doof, Mann. Amon. Lass mal aufschreiben. Gut. Amon. Der dauert ganz schön lang. Doof, Mann. Wusste ich. So. Aber auf sich selber, oder? Ja. Ist okay. Oh, ist das nervenaufreibend. Der Amon, der beschäftigt mich ja doch. Ich nehme gleich erstmal ein Elixier, glaube ich, das ist alles andere. Du Arsch, ey. Also ganz ehrlich mal. Nee, das war schon richtig. Obwohl, warte mal. So. Ach nee. Ach, ich will eigentlich diese, die, gar nicht,
Ja, das dazu, warum dauert das dann so ewig? Ja, und jetzt, wo Hitze noch tot ist, weißt du, ich gerade so wie krank eingeschlossen habe, stirbt er natürlich. Na sicherlich. Dankeschön, du Arsch. Jetzt kann ich mich eh hier wieder liegen. Vielleicht kann man das auch kaufen oder so, also dieses Ding da. Der Vollmondklinge, ja, juhu. Ich glaube, das ist auch für ihn. Wir sind alle am Leben danach. Ah, das hätte man mir auch mal sagen können, ne? Oh, sogar schlechter als das, was ich habe. Dann gehen wir erstmal weiter. Das wusste ich nämlich gar nicht mehr. Dass das nicht so ist. Warte mal, was ist denn hier? Ach, da geht's weiter ansonsten. Ich glaube, hier ist auf jeden Fall dieser Shop. Kann das so sein? Nee. Oh, ich weiß nicht, was auf mich wartet. Na komm. Omni-Route. Also ich kann sie noch nicht mal ausrüsten, ey. Ja, das ist schon wieder hier mit so mit einem Kampf verbunden. Dann machen wir das eben noch. Masamune, die mystische Klinge. Besiegt mich und ich werde euch gehören. Aber das machen wir im nächsten Part. Würde ich fast sagen. Machen wir so einen kleinen Boss-Rush. Bis dann. Tschüss.